So, willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir haben ja letztes Mal Lucas sein komisches Saw-Spielchen mal aus dem Weg gegangen. Und jetzt. Ja, ist das scharf. Dankeschön. Ich habe ganz ehrlich vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Also ich könnte ja auf jeden Fall wieder zurückgehen, aber das will ich ja nicht. Genau, ich muss jetzt ja... Genau, ich habe hier den Kampf hier drauf, habe ich ja schon fertig gemacht. Und muss jetzt ja zu dem kleinen Stehhäuschen da drüber halt hin. Und Kisten vertraue ich immer noch nicht. Dank Lucas. Dass da immer irgendwo Bomben drin sind. Und. Ich habe ein Messer, aber das ist das Beste im ganzen Spiel, das Messer. So. Hier haben wir alles schon gesammelt. Ich hätte einfach hier speichern können. Wir haben hier sehr viele Granaten und sonst was. Ich weiß nicht, ob es halt. Ich weiß nicht, ob es wirklich Munitionverschwendung, was ich jetzt immer wieder mache, aber am Ende ist es dann wirklich eine Bombe wieder. Dann bin ich voll am Arsch wieder. So, das machen wir weg. Habe ich eigentlich. Habe ich noch eigentlich eine. Nö. Okay. Aber den Granaten verbrauche ich anscheinend. So, wie viele Granaten ich ja bekomme. Das machen wir mal weg, den nehmen wir mal mit. Vielleicht wird eh alles hier gleich leer wieder sein. So. Mia. Scheiß mal auf Zoe. Was geht? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lucas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Hey, eins davon ist meins. Zoe, flipp deinen Arsch zurück ins Haus. Auf dich kümmere ich mich später. Aua! Meine Tochter weg, Linz! Was wirst du nicht gegen mich? Ey! Das nervt langsam, Jack! Burn, baby, burn! Aua, yo! Ich bin nach oben. Tschüss. So klein. Wie ein Spielzeug. Okay. So. Ja, komm hoch, Jack. Ich warte. Yeah.
Oh, bleibt er jetzt da ohne? Well. Ey, ganz ruhig. Ja, natürlich hat er mich doch erwischt. Aua. Du wirst an deinem eigenen Blut ersticken, Erich. Mit Gewerbsrecht, du ersticken mir. Yo! Das war schlecht geschossen. Das war ja mega schlecht geschossen. Mit Pissen gesagt, ich habe nicht zugehört. Kann ich echt nicht leiden, Jack. Du bist jetzt Teil der Familie. Gesehen. Oh, hi. Ethan, hier lang. Ach, Jack. Nutz das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Das fühlt sich. Ja, das war sehr knapp. Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Ja, ich hab nur noch ein Serum.
ich sag's schon, mein Munition wird wahrscheinlich sehr leer sein am Ende. Ich hab das schon geahnt. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Ja, das ist eigentlich gar keine Frage, was eigentlich Ethan dann macht. Gut, bei seiner Frau halt. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Tschüss. Was erwartet die Zoe eigentlich, ne? Weil... Tust du eine Wildfremden das geben, die dir halt ein bisschen geholfen hat? Oder tust du deine Frau, die du keine Ahnung wie lange schon kennst, heilen? Also... Was Ethan macht, ist ja eigentlich schon logisch. Aber wenn du Zoe halt geheilt hättest, wäre es das Bad Ending gewesen. Mit mir halt das Good Ending, deswegen, ja. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan... Ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Oh, du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Tschüss. Lass mal eine Schwimmtour machen. Mami. Hier lang. Gar nicht creepy. Nein. Ah, das spiel ich Mia, okay. Mami, hier lang. Ja, super. Wie? Ethan? Ich habe keine Waffen. Ich habe nicht mal ein Messer. Und ich habe keine Füße. Ich sehe meine zumindest nicht. Tschüss, Ethan. Danke fürs Hochklettern. Es ist sehr dunkel. Wo haben die Leute eigentlich immer die Taschenlampe her? Die ziehen sich schon erst aus dem Arsch raus, ey. Hello again.
Okay. Was war das? Erinnerung, in Erinnerung. Sehr viele Erinnerungen. Jo. Aber wie hoch geht es denn? Gut, ich bin jetzt ganz unten am Boot, muss nach ganz oben ans Boot. Ja, schon okay. Hier ist natürlich ein Scheiß drin. Ich war eben gerade zu gewesen. Liebe Schächte. Egal, ob ich ein Batman bin oder ob ich ein Resident Evil bin. Ich bin in Schächten immer nur drinne. Und wenn jetzt hier ein Vieh ankommt und mich angreift, dann hasse ich mein Leben. Wenn mich jetzt einer angreift, bin ich voll am Arsch. Ich kann mich ja gar nicht wehren. Ich habe ja nicht mal ein Messer. Messer hätte ich wenigstens noch mal Leute abstechen können, so. Aber so ja gar nicht. Wo ist der? Ed Charlie. Ich drücke immer die falsche... Ist nicht mein Kind. Muss sich vor etwas versteckt haben. Tolle Erkenntnis. Was ist hier drin? Nichts. Du tot und hast nichts. Oh. Sie ist in mir, sie ist in jedem. Ah, schön. Ist ein bisschen windig hier draußen. Ja, hier drinne. Keine Ahnung, kannst du das draußen oder als drinne bezeichnen? Eher als... drinnen draußen. Mann, war das schlecht, ja. Ich laufe aber weiter und wir tun so, als hätten wir... nichts von mir gehört. Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Schön. And she's gone. Blöde Kuh. So, da ist noch ein Dota. Will nicht ins Wasser. Im Wasser lauern ganz gerne Gefahren. Das mag ich nicht. Wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast's gesagt! Wart! Ich habe das Warten satt. Cool. Ja, ich habe kein Messer. Was ist das? Oh nee.
Oh nee. Ich krieg Munition, ich hab nicht mal eine Waffe! Nee, nee! Hektik, Panik! 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 Oh mein Gott. Oh, du musst dich richtig hinsetzen. Oh mein Gott. Nee, du machst nicht die Tür auf, oder? Oh, hatte ich jetzt Panik. Auch meine Waffe. Zwei Schuss, willst du mich verarschen? Was will ich mit zwei Schuss? Kack ab, ey. Ah, ich bin wieder hier. Okay. Ey, die verarscht. Vielleicht mal ein bisschen gucken. War da was? So war die Musik so. Oder? Das ist echt so. Du hast von nicht lustig. Das ist sowieso schon arschdunkel. Ich habe nur zwei fucking Schuss. Au. Ich hab nur zwei Schuss. Lass mich doch in Ruhe. Da komme ich ja jetzt wieder raus, nö, ne? Komm ich nie wieder raus. Ich komme hier nie wieder raus, ohne dass ich sterbe. Oh.
Was soll ich jetzt machen? Ich hab 2 Schuss, das wird dir nicht töten. Au, ich muss laufen. Au, okay, ich bin tot. Ey, was ein Scheiß, ey. Mit 2 Schuss. Was willst du mit 2 Schuss? Ehrlich, ey. Ja, und hier ist ja auch noch einer. Okay, ich bin tot. Tschüss. Ist ja rein gar nichts. Das war der beste Schrei, den ich je gehört habe. Was willst du mit 2 Schuss? Ehrlich, ey. 2 Schuss. Schlag mir einen ab. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So. Lief schon mal ganz gut, eigentlich. Da liegt Munition. Geil. Liebe Jen. Ach, interessiert mich gar nicht. Auch Munition. Theoretisch können die das für mich aufschlagen. Die Kisten, meine ich. Oh, ich habe die Sicherung, ich muss nur noch da hinten hinkommen. Also nicht die Knarre mit. Ich hab 9 Schuss mit der, echt jetzt? Okay, wir speichern aber. Wurde ich mich noch nicht erwischt. Ich hab die Sicherung. Ich kann die Sicherung da reinmachen und könnte dann jetzt durch die Tür, ne? Komme ich hier zurück? 1F bin ich, okay. Ich komme zurück zu 1F, wenn ich genug Munition habe. Weil so, Anderen Seite verschlossen, okay. Alter. Geht sogar noch höher. Aber hier kann ich rein. Okay. 3F. Ja, hasse Kinder. Siehst dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Okay, die dreht sich wieder um. Sehen sich in einem Spiel. Ich kann alle Videokassetten an. Cool. Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse.
Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Aber jetzt hier habe ich ein Messer. Toll. Ja, ganz toll. Siehst du denn? Okay, von der anderen Seite verschlossen. Mir gefällt die Musik mal gar nicht. Kann ich hier rein? Munition. Okay. Muss sie ja hier drin sein. Auf der anderen Seite blockiert. Sie übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Oh, Data. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die ist gerade. Sie übergibt sich und kotzt diese schwarze Masse aus. Okay. Na, auf Kletterbuchstab. Ah, da! Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Okay, dann bin ich jetzt hier drin, wo ich vorhin schon drin war. Okay, cool. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich jetzt genau dann da lande, wo ich davor auch schon war. Er sitzt hier immer noch. Da war sie. Oder scheiß Aufzug nicht. Sie ist S2 gefahren. Gegen einen ist es ja noch relativ einfach, mit dem Messer zu kämpfen. Ich kann hinaufklettern, theoretisch. So, ich kann zu zwei. Da bin ich aber schon, also S1. Okay. Oh.
So. Feierabend. Ja, wenn es nur einer ist, dann ist es easy. Munition. Okay. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche meine Munition. Brauche ich noch. Oh, was ist denn das? Bomben mit Fernzünder? Schmeckt? Hier kommt jetzt zwar einer, also nur einer wieder, also ein Messer. So. Toll. Überall ein Dietrich. Ich habe aber keinen Dietrich. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmelzen. Aufschmelzen? Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Ah. So. Oh mein Gott, was hier alles nicht gibt. Nein, Evie, ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Da. Evie, ah. Warte! Wie sehr ich einfach Kinder in Spielen hasse, ey. Zu. Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach dir nicht nur Sorgen, wie du Evelyn zurückbekommst. Komm mal mit. Hä? Wie? Ich bin auf der anderen Seite gewesen! Arschloch. Die haben die heißen Freunde? Oder wie heißen? Nennen die sie einfach nur so? So. Mal eins verwendet, eins bekommen. Ist doch schön.
Ey. Aua! Du mieses Stück. Was auch immer du bist. Die leben jetzt ernsthaft noch? Ich wusste, ich brauche das vielleicht noch. Nee! Das fährt sich wieder hoch. Ey, diese Verfolgungsjagd geht gerade echt auf den Sack. Sehr roten Bereich. Hoppla. Drei? Übung machen. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Bin ich wieder in der 2. War ich aber, glaube ich, noch nicht rein, oder? Doch, nee, hier war ich schon drin. Ich weiß, dass das hier eins ist, aber ich will erstmal alle Türen öffnen, weil ich glaube, bei Türen ist mehr von den Mitteln drin. Oh mein Gott, hat er mich erschreckt. Oh mein Gott. Aua. Mein Gott, hat der mich erschreckt. Na gut, ich mach sie jetzt doch alle auf. Bomben. Was ist hier drinne? Bomben. Ich kann nur da halt nicht rein, okay. Ich bin weg. Tschüss. Ich kann nach unten gehen, aber bringt mir nichts. Okay. Und ich kann nach oben zu 3F gehen. Also ich bin so. Ich sehe einfach was gar nichts durch dieses scheiß Blut die ganze Zeit da. Ja, und dann auch dunkel. Geil. Wie bist du hergekommen? Wo ist Ivy? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie... Okay, warte. Ivy, nein, Ivy! Ivy! Alan, hör zu! Ich hab sie so gemeint. Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen. Evelyn, stopp! Hör jetzt auf!
Cool. Nicht. Schön, dass ich jetzt volles Leben wieder habe. Warum ist hier so dunkel? Aber ich will dir nur eins sagen, wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Ah, die Nachricht an Ethan, die anscheinend niemals ankam. Alter. Wir werden für immer zusammen sein. Da bin ich gerade so erschreckt, dass ich einfach geschossen habe. Das Boot unter. Ach, sie ist eigentlich gestorben dabei. Ah. Und durch ihre Gabe können die ja nicht richtig sterben. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Böse Kuh. Ich bin mit meinem süßen neuen Schuss da, ey. Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Ja. Habe ich nicht. Voll Munition, die ich nicht brauche, erstmal. Flüssige Chemikalie. Laut, der alte Laptop ist wohl kaputt. Hm. Kann ich gar nicht verstehen. Da komme ich nicht durch. Echt hoch. La 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 la. Boah, bist du nicht mal oben? Dankeschön. So. Ich hab 9 Schuss. Ganze 9 Schuss. Krass, ne? Vielleicht funktioniert er noch. Moment. Oh, da.
Aber S2 ist ihn. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Unterstes Deck. Herrgott sei Dank! Hör auf, Evelyn! Aua. Verdammte Halluzination. Wo ist sie? Soll eine Halluzination gewesen sein? Ey, die war voll in der Fresse. Das war eine Halluzination. Ja. Nichts. Wow. Routines-Kabine. Dazu ein Schlüssel. Oh, okay. Okay. Ich brauche dazu einen Schlüssel. Da brauche ich halt diese Mittel. Ich mache mich jetzt nur schon mal auf, falls ich mal. Warum auch immer runterspringen müsste. Jetzt bin ich wieder hier. Kiespulver, nichts. Hier kann ich nichts durchsuchen. Okay. Hier doch auch. Kraut, okay. Ich habe kein Messer. So, jetzt habe ich noch 9 Schuss. Toll. Jetzt habe ich eine Bombe. Was kann ich mit der Bombe machen? Eigentlich gar nichts. Hui. Ich habe nicht gerechnet, dass der Aufzug jetzt runterfällt. Hier ist rein gar nichts. Komme ich ja noch nicht durch. Nicht speichern, das mache ich jetzt auch mal. Weil das Schiff ist mir nicht so ganz geheuer. Also ich muss auf jeden Fall zu 2F. Auf der anderen Seite da runter. Vielleicht über 3F war ich ja. So, 4F war ich auch. Also 1F muss ich dann. Ich muss versuchen, irgendwie nach oben zu kommen. Viecher einfach hasse. So, nichts. Kraut. Er bleibt da hinten. Da komme ich nicht rein. Munition. So. Ist hier offen, das
Okay. Elevator, da ist er. Kann nicht hier einfach drauf und da hochklettern, ehrlich. Das ist immer noch da. Ich komme nicht vorbei. Komme ich denn in 2F dann rein? Beim 2 ist auf jeden Fall der Aufzug. Was habe ich da eigentlich dieses Trick? Das Lösen von Muttern. So, 2F komme ich immer noch nicht rein. Also muss es bei 3F sein. Irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Scheiß Stuhl. Flüssige Chemikalie. Warte mal, ich kann doch. So, sicher ist sicher. Okay. Wieso habe ich jetzt die Gewehrprobe eigentlich von der? Keine Ahnung. So, da hinten komme ich nicht durch, weil da brauchte ich ja auch so ein Säuremittel, ne? Oder halt ein Dietrich, wie auch immer. Hier halt auch. Oder kann ich da bei den Türen das benutzen, einfach so? Nö, okay. Hätte ja sein können. So, von des Lösens von Mutter. Ah! So, ich kann nach unten und nach oben kann ich. So. Das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel. Kannst du 3F reparieren? Du musst Dr. Waddle danach fragen. Wir brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann da gehen. F für hochklettern. Ja! Jetzt kann Papa mitspielen. Mach aber mal das wieder dahin, das dahin. Den mache ich dahin. Genau. So will ich das haben. Nee! Oh! Das ist ja seit dem Anfang von Raccoon City leider die Überleben immer noch. Das ist 16 Jahre daran schon her! Ui! Ui! Komm ich nicht rein! Das ist dann einfach 16 Jahre her! Alter Verwalter. Okay. Ein No-Arm-Dude. Oh! Okay. Jetzt kann ich da wieder hoch. Okay. Ivy ist oben. So, nee.
Das kombiniere ich direkt, da habe ich mehr Munition, das mache ich weg. Das muss ich wahrscheinlich sowieso behalten. Dieselbe Notiz wie davor auch, Pistolenmunition. Ah! Geil. Hier oben war eine Tür gewesen. So, Bombe, Kapitänsschlüssel, aha. Hat sich ja schon gelohnt, hier die Tür aufzumachen. Das kann ich in 4, kann ich dann die Tür öffnen und kann mir die Waffe dann nehmen. Hat sich gelohnt. Bombe. So, kann ich in 4. Hier gehen. Das geht ja, glaube ich, nur über den, weil ich vergessen habe, hier die Tür aufzuschließen. Ne? Ah ne, weil die Tür hier gar nicht aufgeht. Aber ich habe jetzt ein Messer. Ich kann wenigstens schon mal ein bisschen was machen. Auch Munition habe ich jetzt ein bisschen was. Ich könnte danach nochmal in 1F gehen. Erstmal nach oben. Erstmal wirklich die Waffe holen. Das ist, was ich als allererstes wirklich mache. Schon seit über einer Stunde hierbei, ey. Uiuiuiui. Davon waren fast nur 10 oder 20. Oh Gott! Ich hab mich gar nicht. Au! Könntest du mal bitte aufhören? Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich eigentlich nur so 10, 15 Minuten hier für den Kampf gebraucht hatte. Nein! Nein, ich muss es neu machen. Nein! Nein! Okay, auf geht's auf ein neues. So eine Scheiße! Aua, natürlich werde ich jetzt erwischt. Och Mann, weil ich so dumm bin und nicht gespeichert habe. Huch. Da konnte ich wohl noch nicht durch. Ah, ich bin so dumm einfach. Oh, hallo? Tot. Oh, weil ich so dumm bin und vergessen habe zu speichern. Mm, ist das bad. Habe ich das hier mitgenommen, die Bombe jetzt? Ja, habe ich. Oh, ist das bad von mir. Lässt sich nicht öffnen. Aha, warte. Das ist oben. Der Fleck ist da. Das Bild. So. Aha! Kann ich mehr Türen öffnen? Ach nö. Hier sieht es immer noch so aus wie davor. Ah.
Aber wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte hier hin. Jetzt kann ich so viele Türen öffnen. So, zweimal essen. Dann bin ich wieder gesund. So, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Aber ich will jetzt nochmal zur 1. Also herabsteigen. Tür habe ich ja geöffnet bei der 2. Scheiß Vieh. Mehr Platz. Nochmal ein Mittel. Oh, das ist schön. Oh, Bomben. Sehe ich nicht auf. Fußbälle. Okay. Kraut. Habe ich es da... Ah, es war der von hier gewesen. Ah. So, jetzt kann ich hier die Kiste öffnen. Für Schießpulver. Toll. Da ist ja noch einer! Hab ich gar nicht gesehen! Hab ich durch! Hab ich durch! Echt jetzt? Au. Oh, da war ja noch einer! Aua! Aber jetzt müsste ich hier Ruhe haben. Aber aua! So, was wir jetzt erst machen mit dem und jetzt. Alter Verwalter. So, erstmal wieder speichern. Boah, ich hasse dieses Schiff. Ah, es tut mich nicht komplett voll heilen. Das heilt mich komplett voll. Ah, ich habe diese starke benutzt. Ich habe okay. My bad, ich habe ein falsches benutzt. Meine Schuld, ist okay. Ich muss immer sortieren. Mann. Ich kann damit auch nicht aufhören. Ich tue es jedes Mal sortieren, alles. So, die 2 komme ich auch einfach so rein, ne? Yep. Okay. Ich muss nochmal in die 4. Ich kann immer noch nicht so in die 4 reinlaufen. Was ich mal gucken wollte eigentlich mal. Wie viele? Ah ne, da ist Ethan drin. Der ist hier bei S2. Ich bin auf jeden Fall bei 3F. Da brauche ich einen Dietrich und da brauche ich ein Lösungsmittel wieder.
Die Lösung habe ich ja bei mir dabei. Kann das ja hier jetzt machen. Oh, Scheiße. Ich bin schon da oben. Nee! Aua, natürlich, natürlich. Aua, natürlich. Wieso mache ich eigentlich gerade so eine Scheiße eigentlich? Wo bin ich denn jetzt? Ah, okay. Wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Vielleicht. Gut, dann laufen wir jetzt nochmal zu 3F. Dann lege ich halt eine Bombe dahin jetzt. Mir scheißegal. Auch wenn es nur einer ist. Weil ich will nicht so viel Munition verschwenden. Ah, 3F ist hoch. War aber auch gerade Blödsinn. Sortieren tue ich jetzt nicht nochmal. Ich habe jetzt keinen Bock nochmal zu sortieren. So. Feierabend. So. Mittel hier. Ich speichere jetzt erstmal. Das Vieh ist tot. Am Ende gehe ich da jetzt noch rein. Dann ist da noch was. Nee. Ich speichere nochmal. Weil Pistolenmunition ist ja eh Mangelware ja wieder. Nee. Das machen wir. Der 30 Schuss ist echt schon scheiße. Wäre es da hinten das Haus, wo ich die ganze Zeit jetzt drin war, aber nö. Okay. Nee. So viel Munition hatte ich nicht. Ich musste die Bomben verschwenden jetzt. Einmal und zweimal und dann kann ich es einfach mitnehmen, das Kabel. Juhu! Eine Bombe. Kann das nicht öffnen, okay. Nochmal Mittel, nice. Ich muss ja mit Ethan nochmal hier rumlaufen, weil ich finde ja hier keine Dietriche. Erstmal nochmal in die 4 rein. Ich kann ja von da aus ja da wieder runter springen. So, ich weiß genau, dass dann direkt mich da so ein scheiß Vieh erwartet dann ja. Wir
Schuss habe ich noch 13. Scheiße, ich sehe ihn von hier aus nicht. Wo ist der? Jetzt habe ich ihn erwartet und jetzt ist er nicht mal hier. Was ist denn das für ein Mist? I'm ready. Nein. Wo ist der kleine Pisser eigentlich? Ah, dieser Krabbelpisser. Ah, genau, hier war nur die Bombe gewesen. Hä? Ist der jetzt ernsthaft einfach weg? Ich bin einfach umsonst dann gestorben? Ehrlich jetzt? Ich fass es nicht. Nochmal hol. So. Das haben wir. Zack. Oh. Das andere ist jetzt, ich brauche ja eigentlich dann das. Muss mal ganz kurz mal hier. War es hier gewesen? Ne, es war unten gewesen. Oder? Ne, warte mal. Oder war es hier? Oh, ich weiß nicht mehr. Das ist ein Labyrinth hier. Ah, die Tür habe ich, glaube ich, gesucht. War ich noch nicht drinne gewesen. Ja, hier war ich noch nicht drin gewesen, genau. So, so, so. Ich höre nämlich was. Okay, hallo? Ein Dietrich, okay. Ich muss doch alles mit ihr sammeln. Ui. Und jetzt muss ich nochmal ein 3F gehen. Hier habe ich ja schon alles gesammelt. Frage ist halt nur, laufe ich mit Ethan auch hier nochmal durch oder halt nicht? Ich weiß es nämlich nicht und ich will es eigentlich einfach ausprobieren. Weil ich habe ja eins von den Mitteln. Dann würde ich da nochmal durch alles nochmal durchlaufen. Speichern wir erstmal nochmal. Also es ist echt so ein richtig vieles speichert hier bei mir. Weil das Schiff ist das Schlimmste, finde ich. So, dich kann ich jetzt öffnen, weil ich habe einen Dietrich. Eine antike Münze. So. Oder ein bisschen schneller laufen jetzt.
gehe mal davon aus, dass ich jetzt alles da gesammelt habe. Ich gucke jetzt also mit dem Mittel erstmal wieder, ob ich jetzt alles habe. Und wenn, weil macht ja sonst keinen Sinn, das. So, gehen wir nochmal runter in die 1. Schnell. Okay, jetzt bringt mal gar nichts, dass ich das Mittel aktiviert habe. Völliger Schwachsinn, das zu aktivieren. Okay. Bin ich aber um 2% schlauer. Okay. Ja, Neustart. Mir scheißegal. Okay, bin ich wieder hier. Genau. Okay, ich habe wirklich fast nichts verpasst. Als Mia. Finde ich schon mal sehr gut. So, das machen wir nochmal auf jetzt hier. Okay. So, ich weiß jetzt hier, was drin ist. Und ich weiß jetzt noch in 1. Ich muss sowieso in 1F ja runter. Jetzt brauche ich ja das da. 2F habe ich auch was nicht mitgenommen. Das hole ich gerade mal. So, haben wir auch mitgenommen. Dann jetzt noch schnell zu 1F. Die Sicherung mitnehmen und die eine Kiste, die noch da war, weil da ist ja Leben drin. Aber warum kann ich vorhin nicht da hochklettern? So. Zack. Ich muss die Sicherung ja so oder so jetzt mitnehmen. Hier beim Speichern. So. Kann ja theoretisch noch da runterlaufen. Machen wir jetzt nochmal. Weil ich will alles, ich will eigentlich alles einsammeln. Wenn ich wieder runterlaufen würde, ich komme eh nicht weit zurück, ne? Ja. Ich komme gar nicht zurück, okay. Aber wenn ich da was verpasst habe, dumm gelaufen. So, jetzt habe ich aber beide Waffen habe ich jetzt fast. So, jetzt habe ich die Sicherung. Zack machen und der Aufzug funktioniert wieder, ne? Ah, ha. So, S2 ist Ethan.
auf die Map gucken, ob ich noch irgendwas nicht irgendwas öffnen hab. Fahr nochmal hoch zu F3. Schön ist halt, dass jetzt überall Licht wieder ist. Weiter. So, dann fahren wir nochmal in die 4 hoch. Hallo? So, gucken wir, ob wir doch da was verpasst haben. Wenn nicht, mache ich aber wieder einen Neustart. Oh, da ist so eine Bombe, okay. Okay, es war nur die Bombe, okay. Die Bombe hole ich mir auf jeden Fall, weil Bomben sind wichtig. Wichtig und richtig. Weil Mia ist ja nicht so stark wie Ethan, weil nur Ethan hat ja die Steroide und sowas ja genommen. Deswegen eher mal auf Nummer sicher gehen. So, wo lag die Bombe? Da war es, glaube ich, ne? Ja, Bombe. Ich habe jetzt noch 3 Lösungsmittel. Wieso habe ich noch so viele übrig? S2. So. Ich habe jetzt Bomben und. Erwartet. Könnt ihr mal bitte damit aufhören? Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich weiß. Was war das jetzt gerade gewesen? Okay. Fuck you, Alter. Ich mag die Musik nicht. Bombe? Wie viele Bomben habe ich denn jetzt? 10 Stück habe ich jetzt. Was für einer bist du? Mit, ja, er ist mit so einem Arm, okay. Weiterlaufen, weil die scharfe Munition. Okay.
So, da sind drei Bomben schon wieder weg. So. Munition. Hat er. Das Mittel verbinden. Oh, eine Münze. Jetzt habe ich zwei Münzen. Ich weiß, ich habe noch zwei Münzen, hatte ich noch auf jeden Fall in der Kiste gehabt bei mir. Als Ethan. Warum? Bombe, Bombe. Jack. Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein... Und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden. Und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Der Arme. Alter, tut mir echt leid. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Du. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihn nicht wehtun. Wag es nicht. Seh nix. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Seh trotzdem nix. Mia, wie? Wir haben keine Zeit. Du musst hier raus und sie finden. Hier, nimm das. Was? Was machst du da? Was machst du da? Rette dein Leben. Du musst gehen. Ich kann mich ihr nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Mia! Nein! Nein! Mia, nein! Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Alles deine Schuld, okay?
Fliehen Sie aus dem Schiff. Aua. Ja, ich bin jetzt eh mit meiner getackerten Hand wieder, oder? Ja. Cool. Achso, ich hab. Also mein Inventar ist leer. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich hab keine Waffe, kein gar nix. Aber mir tut der Jack richtig leid mit seiner Familie. Er wollte es nie und konnte sich nicht wehren. Das tut mir so richtig leid einfach. Boah, ist das eklig. So richtig schön im Sumpf da rum zu geiern, ey. Lecker, 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 lecker. Oh, Munition. Okay, eine Mine. Warte, wie uns. Das ist Jills Hubschrauber! Als sie geflohen ist wie hieß denn der jetzt wieder? Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Okay. Wir haben Mias Objekte erhalten. Aber Mia hatte doch auch einen Rucksack gehabt. Kriege ich den jetzt auch? Nö, natürlich nicht. Ist ja voll gemein. Erstmal kurz sortieren. Ein Messer brauche ich erstmal. Lebensmesser oder ein Messer? Nee, das Messer will ich nicht haben. Die Bomben nehme ich mir mal mit und tue die mal direkt hier hin. Brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Münzen. Mir fehlen 2 Münzen. 2. Dann kann ich mir das nämlich holen. So, das ist die Schrotflinte mit 2 Schuss. Die Granate, dann nehme ich mir das Maschinengewehr lieber mit. Pistolenmunition, verbesserte Pistolenmunition. Flintenmunition. Müsste das erstmal so reichen. Das nehme ich mir alle mit. Ja, erste Hilfe. Mein Dietrich. So. Ich nicht, ob ich das brauche. Ich lasse erstmal hier drinne. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Mir fehlen 2 Münzen. Habe ich schon. Das habe ich auch schon. So, dann tun wir mal direkt. Ist da was zum Speichern eigentlich gewesen? Ja. Damit ich das scheiß Schiff nicht mal neu machen muss. So. Dann. Nom 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 nom. Oh. Ja, da drin sogar Zeug verpasst. Guck mal an. Renner.
Brauche Munition. Mein Inventar ist schon wieder voll. Und nur mit dem Zeug, was hier rumliegt. Soll ich die Pistole kann ich noch nicht mitnehmen. Das weg. Das weg. Das weg und das auch weg. So, schnell weiter, sonst läuft es noch aus. Ich finde das Überlebensmesser cooler als dieses Taschenmesser. So, ihr wollt bestimmt spielen, aber ich nicht mit euch. Oh, scheiße. Ich habe vergessen, ich halt nur zwei Schuss habe mit der. Oh, ich habe gar nicht meine Pistole mitgenommen. Nur einen Schuss mit der. Kann ich das erstmal verbrauchen? So, zwei fehlen mir noch, zwei Münzen. Wir werden wahrscheinlich da unten irgendwo rumgammeln. Vermute ich jetzt mal. So. Ne, hoch. Doch, hoch kann ich nochmal. Okay. Da muss es hier irgendwo sein. Nicht mit Papa Schlumpf. Also keine kleine Munition mehr, um die Bomben wegzuschießen. Tschüss. Eine Bombe abbekommen und auch noch drei Schüsse mit der scharfen Munition. Ehrlich jetzt. Kackbomben, ey. Habe ich das Bedenken, dass Lukas doch hier unten war. Oh, wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich mit Sicherheit nicht mehr hoch, ne? Nee.
Atombomben? Magnum-Munition. Was bringt mir jetzt Magnum-Munition? Ich hab die Magnum nicht. Oh, jetzt höre ich wieder was. Oh nein, 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 oh nein. Einfach. Auch schön, dass ich einfach mit der Lore einfach so umgenietet habe. Hier kann ich nicht hin. Ich habe so Angst, dass Lucas hier unten war. Weil ich hier so überall diese Bomben da rum liegen. Er war hier unten. Er war hier unten einfach. Alter, Alter. Braucht mich jetzt alles nicht so wirklich. Minuten nach Dosis erbrechen. Die Reduzierprozess. 5 Minuten nach Dosierung. Kalzifikation der Zellen. 10 Minuten nach Dosis tot. Aha, aha. Hab ich nicht? Cool. Eine Rückseite, aber die kann man nicht lesen, theoretisch. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Kann ich es ja doch öffnen. Target acquired. Neurotoxin erstmal hergestellt. Darf ich nicht auf meinem Inventar legen. Brauche ich nicht. Behalte ich mal. So. Munition ist auch erstmal nicht. Brauche ich auch erstmal. So, da hoch, so da rüber. Rüber, nüber. Zap, zarab. Eins will ich mitnehmen. Will ich direkt kombinieren. Munition herzustellen. Würde ich sehr viel brauchen hier unten. Den Brenner brauche ich eigentlich gar nicht. Okay, Granaten, Flammengranaten brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Pistole ist mit normaler Munition gefüllt, nicht mit Dings. Und speichern wir. Zack. Und dann sage ich, danke fürs Zuschauen. Haut rein.